Wir machen jetzt was ganz Spannendes. Wir machen jetzt ein Live-Interview fürs Krähennest, welches wir auch direkt streamen werden. Und zwar der Tobias wird jetzt den Joachim Paul interviewen. Tobias? Ja, wir brauchen noch ein paar Zuhörer. Hier ist es so leer, da vorne im Saal stehen noch ein paar. Sonst ist es ja spannender. Wir fühlen uns auch ein bisschen erhörter, wenn so ein paar Leute da sind. So, ich bin erstmal froh, wenn man das... Kann man dich da hören? Ja, tralala. Ja, das hört sich gut an. Ich bin erstmal froh, dass der Joachim Paul sich die Zeit nimmt, mal eben kurz mit uns zu sprechen. Mal eben kurz als Einführung. Ich mache das mit Titel Dr. Joachim Paul, Fraktionsvorsitzender der Piratenfraktion im Landtag NRW. Das hört sich ja immer sehr gut an. Ab jetzt Joachim, ja? Ja, wir machen das ja auch sonst mit Joachim. Ja, genau. Ja. Ich hab ja noch nie mit Herr Doktor angesprochen, glaube ich. Das erste Mal, ne? Also, ja, ich glaube schon. Ja, meine erste Frage wäre, welche Berührungspunkte hast du als Abgeordneter im Landtag bisher überhaupt mit den Themen Europa? Vor allem, weil der Landtag ist ja eigentlich NRW. Und deshalb natürlich die Frage, wenn das NRW ist, was hast du denn als Abgeordneter mit dem Thema Europa zu tun? Genau, was machst du eigentlich hier? Das ist eine gute Frage. Ich habe mir halt Zeit genommen und ich denke, für den Wahlkampf ist es auch wichtig, dass man mal kurz vorher noch in breiterer Öffentlichkeit ein paar Themen diskutiert. Der Landtag hat, was man so nicht erwartet, erstaunlich viel mit Europa zu tun. Es gibt einen europapolitischen Ausschuss, der heißt Ausschuss für Europa, eine Welt und Medien. Unser Nico Kern ist ja da Ausschussvorsitzender sogar. Den hören wir heute noch. Und zuständig ist die Europaministerin des der Landesregierung Nordrhein-Westfalens, Frau Schwall-Düren, Angelika Schwall-Düren. Von daher gibt es sehr viele Berührungspunkte und es gibt landespolitisch immer die Möglichkeit, entweder allein oder auch schon mal im Verbund mit den anderen Fraktionen, wir sind ja 5 Fraktionen im Landtag von Nordrhein-Westfalen, Anträge einzureichen, die Landesregierung auffordern, über den Bundesrat initiativ zu werden. Ein ganz konkretes Beispiel ist der von uns eingereichte Antrag zu PRISM und zu Tempora vor allem, nämlich dass Großbritannien mit Tempora, der GHCQ-Geheimdienst, tatsächlich europäisches Vertragsrecht, also den Vertrag der Europäischen Union gebrochen hat. Und wir haben die Landesregierung aufgefordert, in Brüssel vorstellig zu werden, damit Brüssel sich tatsächlich darum kümmert, damit England verklagt wird. Das ist also ein ganz konkreter europapolitischer Aspekt, der in den letzten Tagen natürlich aufgepoppt ist. Das heißt natürlich, du hast also auch als Abgeordneter im Landtag NRW durchaus Einfluss auf Europapolitik. Ganz genau. Das ist auch ein Grund, warum du heute hier bist. Das ist nicht nur der einzige Grund, weil ich interessiere mich auch dafür. Obwohl ich nicht in dem Ausschuss bin, ich bin überzeugter Europäer. Wenn mich jemand fragt, wer ich bin, sage ich, bin in erster Linie Mensch, in zweiter Linie Europäer und in dritter Linie Deutscher. Ja, ich habe da noch ein bisschen im Ohr klingeln, dass du dich in Europa auch durchaus für finanzielle Lagen interessiert hast und für die Einnahmensituation. Fällt dir da so aus der Hüfte was ein, wie es in Europa aussieht? Da fällt mir eine ganze Menge ein. Ich würde allerdings erst den Sprung über Deutschland machen. Grundsätzlich ist es so, wir haben ja bis runter auf die Kommunen auch mit dem Haushalt zu tun. Wir hatten jetzt als Landtagsfraktion im Landtag von Nordrhein-Westfalen zweimal schon die Gelegenheit, an den Haushaltsberatungen und Abstimmungen teilzunehmen. Der Haushalt 2012, der ja sehr verspätet durch diese Minderheitenregierung erst verhackstückt wurde. Der Haushalt 2013 und jetzt im September direkt nach den Bundestagswahlen geht's los mit dem Haushalt für 2014. Also das ist schon eine Menge Holz, die man da auch geldpolitisch und wirtschaftspolitisch, vor allen Dingen steuerpolitisch zu verhackstücken hat. In Deutschland ist die Situation die, dass wir nach dem Gießkannenprinzip organisiert sind. Der Löwenanteil der Steuern, mit Ausnahme der Gewerbesteuern, wird vom Bund eingenommen und dann an die Länder wieder ausgeschüttet. Und wenn wir Einfluss nehmen wollen auf die nach unserer Auffassung zu niedrige Einnahmenseite, es gibt ja immer Schuldenbremse, Haushaltskonsolidierung, die ganzen Diskussionen, die da geführt werden in Nordrhein-Westfalen, es wird also die Austeritätspolitik der Europäischen Union schlägt runter bis auf die Landespolitik, bis in die Kommunalpolitik. Wir dürfen eins nicht vergessen, wir hatten 2011 in Nordrhein-Westfalen über 160 von den 396 Kommunen, die schon in der Haushaltssicherung waren. Das heißt also im Klartext null politischer Gestaltungsspielraum auf einer Ebene in den Kommunen, die die Bürgerinnen und Bürger vor Ort sofort merken. Von daher haben wir sehr viel damit zu tun. Und was die Einnahmenseite angeht, gibt es von uns auch immer wieder in Reden die vertretene Forderung, dass man endlich europaweit sich um eine vernünftige Finanztransaktionssteuer oder mal anders ausgesprochen, weil das weniger populär ist, eine Umsatzsteuer für Kapitalgeschäfte einzusetzen. Frau Merkel selber hat ja da eine in Diskussion mit 0,01%. Das ist nach unserer Auffassung viel zu wenig und nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Es gibt Berechnungen eines Wiener Instituts, des Instituts für höhere Studien, dass wenn man mit 0,1% arbeiten würde, das heißt
1 Cent auf 100 umgesetzte Euro in Kapitalgeschäften käme dabei europaweit 272 Milliarden Euro dabei raus. Das ist etwas, das können wir parteiprogrammatisch für die Finanzierung des BGE einsetzen. Das steht sogar im Programm. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch noch viele andere schöne Dinge damit machen, um die Welt in Europa gerechter zu machen. Das heißt, das ist ein konkreter europapolitischer Aspekt. Und wenn ich noch einen Satz sagen darf zu dieser 0,1-prozentigen Finanztransaktionssteuer, dann hätte das zur Folge nach den Berechnungen dieses Instituts, dass der kritische Derivatehandel, also die Zockergeschäfte, um 85% reduziert würden automatisch und die reinen Aktiengeschäfte um 15%. Damit, denke ich, kann man leben und man käme damit zu einer Politik, die tatsächlich den Bürgerinnen und Bürgern auch wieder was in die Tasche spült, was letztlich in den Finanzblasen gelandet ist. Wie würdest du denn als Pirat auf die Frage reagieren, dass es ja ein internationales Problem ist, wenn wir in Deutschland eine solche Transaktionssteuer einführen würden? Es geht nicht um Deutschland. In Deutschland allein das einzuführen. In Europa das einzuführen würde schon Sinn machen. Aber ich sage dazu immer, wir sind ja auch eine internationale Bewegung. Uns gibt es mittlerweile, ich habe nachgezählt, in 69 Staaten mittlerweile weltweit. Fast alle Staaten der Europäischen Union haben eine Piratenpartei. Und das wäre ein schöner Aufschlag zu einem gemeinsamen europapolitischen Aufschlag der PPI zu kommen. Du würdest das also weltweit klären? Ich würde, lässt sich letztlich nur weltweit klären. Wir haben weltweit keine Finanzordnung. Wir haben weltweit keine Finanzaufsicht. Es gibt weltweit, muss man sagen, einen ungehinderten Verkehr auch von sogenannten Giftmülldderivaten, die letztlich zu dieser Blasenbildung führen. Und das ist natürlich ein Auftrag, der über die EU dann letztlich auch in den G20 aufschlagen muss. Das ist ein verdammt dickes Brett, was da gebohrt werden muss. Aber ich sage es nur, das ist meine persönliche Einschätzung. Tun wir das nicht, fährt der Planet vor die Wand. Kannst du mir denn vielleicht oder hast du eine Idee, wo denn eigentlich die Interessenslagen liegen, warum man bisher so verfährt und da so empfindlich mit umgeht und kein großes Interesse hat, eine solche Transaktionssteuer einzuführen? Es gibt ein wesentliches strukturelles Problem. Klassische Politik ist immer an das Durchsetzen auf einem bestimmten Territorium gebunden. Global operierende Finanzunternehmungen und auch produzierende Unternehmen sind aber nicht an Territorien gebunden. Das heißt, eigentlich wäre, die richtige Institution, um sowas umzusetzen und durchzusetzen, der Papiertiger UNO, um das machen zu müssen. Sowas wie eine, Weltregierung. Ich denke, wir kommen nicht drum hin, zumindest Einfuhrbeschränkungen für Giftmüllderivate und solche Sachen europaweit einzuführen. Das wäre schon ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung und ich denke auch ein Signal an die Welt. Die, ich nenne sie mal Lobbygruppe, die da auf der anderen Seite, USA, die werden wahrscheinlich wenig Interesse haben und dass so etwas in Europa eingeführt wird. Glaubst du, dass der Einfluss von drüben so groß ist, dass wir in Europa eigentlich gar keine Chance haben, sowas umzusetzen, dass auch die jetzige Regierung sich dagegen deswegen sträuben könnte? Stichwort Freihandelszone ist ja momentan gerade im Gespräch. Das heißt, es gibt konkrete Interessen, aber so einfach ist es nicht. Es ist jetzt nicht generell gesprochen, dass die Regierung der Vereinigten Staaten, sondern es gibt weltweit immer, und das sind Mechanismen, die im System liegen, da kann man jetzt auch nicht so direkt einen Bösewicht ausmachen. Schade, das habe ich jetzt vor. Das wäre schön, aber ich bin weit weg von irgendwelchen Verschwörungstheorien. Die weltweit operierenden Kapitalgruppen sind ja zum Teil auch verfeindet und in Konkurrenz. Es gibt etwa, das hat eine Studie der ETH Zürich herausgebracht, etwa 50 verschiedene Kapitalgruppen, die über entsprechendes Einflussmanagement die 47.000 global operierenden Unternehmen kontrollieren. Dort gibt es Konkurrenz, dort gibt es aber auch das Bestreben, sich zu schützen. Kapital ist ja immer auf der Suche nach Investitionsmöglichkeiten. Wenn sich dieses Kapital in Blasen befindet, nur mal ein Geschäft, ein Beispiel. Der weltweite Derivatehandel hat mittlerweile ein Volumen von 355% gegenüber dem Weltbruttosozialprodukt. Das heißt, der Finanzmarkt ist komplett abgekoppelt von der Realwirtschaft, von den produzierenden Gütern. Auf der anderen Seite sucht dieses Kapital aber immer wieder nach Investitions- und Renditemöglichkeiten. Das wirkt sich ganz konkret aus in den Staaten der Europäischen Union durch einen Druck auf die Lohnkosten. Denn nur wenn ich die Lohnkosten reduziere, kann ich die Produktivitätsrate, sagen wir mal, ich habe eine Rendite von 10% eingefahren und ich möchte die im nächsten Jahr natürlich wieder haben als Kapital. Ich möchte das jetzt nicht personifizieren, dann muss ich gucken, dass ich irgendwo in meinem Nenner, wo die Profitrate darüber ausgerechnet wird, reduziere. Und das sind in den meisten Fällen die Lohnkosten. Denn Kapitalkosten und Maschinen kann ich erstmal nicht reduzieren, die brauche ich. Das heißt, auch der Automatisierungstrend kommt eigentlich dieser Blasenbildung entgegen. Deswegen ist die Forderung der Piraten nach einem bedingungslosen Grundeinkommen, was im Prinzip eine Ausschüttung oder eine Investition in Kaufkraft der Bürger ist, eine sehr, sehr richtige Forderung, sogar weltpolitisch gesehen.
wo du sagst, bedingungsloses Grundeinkommen. Wie sieht es da eigentlich, abgesehen davon, dass wir noch mehr Piraten in Europa haben als nur in Deutschland, wie sieht es denn eigentlich europaweit aus? Sind wir da in Deutschland als Piraten am weitesten mit der Forderung oder gibt es da in Europa noch welche, die genauso weit oder gar weiter sind? Also angefangen hat ja alles in Schweden, Rick Falkwinge und so weiter. Wir haben zwei schwedische Abgeordnete im EU-Parlament, Amelia Andersdotter und Christian Engström. Die deutschen Piraten haben, glaube ich, abgesehen von den Umfrageeinbrüchen, mit denen wir jetzt zu tun haben, eins richtig gemacht. Die haben aus der Idee des Netzwerkgedankens sehr schnell sowas wie ein allgemeines politisches Programm entwickelt. Das hatte sicher auch was mit Manpower zu tun, dass wir relativ schnell gewachsen sind, viele Leute waren, viel Kreativität zustande gekommen ist. Das ist, denke ich, der eigentliche Grund. Wir sind in vier Landesparlamenten, warum die deutschen Piraten da weiter sind als andere. Aber wir haben ja jede Menge Beobachter auf Landes- und Bundesparteitagen aus den anderen Regionen und es kann uns als globale Bewegung eigentlich nur sehr, sehr gut anstehen, dass wir diesen strukturellen Aufbau so schnell wie möglich transportieren in andere Fraktionen der PPI. Wenn wir denn schon da so progressiv sind, stößt das denn, und ich weiß das gar nicht, bei den anderen Piratennationen auf Gegenliebe oder ernten wir da viel Kritik, sodass wir eine Chance hätten zu sagen, hey, das, was wir hier als Forderung versuchen zu etablieren, übernehmt ihr das, kopiert ihr das weitgehend? Es gibt da immer zwei Dinge, die eine Rolle spielen. Das eine ist Neid, das ist der negative Aspekt, und der positive wäre Bewunderung. Sowas kennen wir Piraten noch gar nicht. Wäre Bewunderung. In einem Neid kennen wir Piraten, wir kennen auch keinen Streit, wir wissen auch, wie man sich benimmt im Netz. Das ist... Ich habe zuletzt in einem Interview versucht, da so einen rhetorischen Move reinzubringen, speziell was jetzt die Kommunikationskultur angeht. Sag, wir Piraten sind vorne dran bei den Schwierigkeiten der elektronischen Kommunikation. Und wenn wir unseren Benimmen erreicht und erzeugt haben, per gegenseitiger Überzeugung, werden die anderen merken, dass das ein Problem war. Sehr schön, sehr schön. Okay, Joachim, ich würde sagen, das war ein schönes Schlusswort. Ich danke dir für den spontanen Zwischeneinschub. Kein Problem, es war ein bisschen wirr vielleicht, aber... Ne? Es war wirr, das macht aber nichts, weil man kann sich das dahinter im Krähennest nochmal ganz in Ruhe anhören. Okay. Alles klar, danke dir. Dankeschön.